Hamburg Airport als fünftgrößter Flughafen in Deutschland mit gut 17 Millionen Passagieren bildet in Hinsicht auf Verfahren, Prozesse und IT-Systeme die Komplexität einer ganzen Stadt ab. Unsere Digitalisierungsvorhaben tragen dazu bei, den Aufenthalt am Airport und die gesamte Reise bestens planbar, angenehm und entspannt zu gestalten. Digitalisierung soll vor allen Dingen unsere Kunden begeistern, soll aber auch unsere interne Zusammenarbeit verbessern. Deswegen wollen wir unser Intranet von einem früher recht statischen Portal in eine dynamische Anwendung verwandeln. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter traten bereits mit konkreten Anforderungen an uns heran. Zum Beispiel Videotelefonie, Online-Datenaustausch und alles, was ihnen hilft, in Projekten besser zusammenzuarbeiten. Also alles Dienste, die am besten in der Cloud laufen sollten. Daher sind Verfügbarkeit, Stabilität, Datenintegrität und Datensicherheit wichtige Aspekte in all unseren Überlegungen. Auch unser Datenschutzbeauftragter gab nach kurzen Verhandlungen grünes Licht für die Microsoft Cloud, denn unsere Daten verlassen niemals die EU und auch die Konformität zur EU-Datenschutzgrundverordnung ist gesichert. Unser neues Intranet basiert auf SharePoint Online, das sich mit anderen für uns relevanten Systemen koppeln lässt. Auch technisch bietet Office 365 unseren Benutzern viele neue Möglichkeiten, so zum Beispiel die Nutzung von Skype for Business, OneDrive for Business oder auch Teams. Außerdem bietet uns Microsoft Azure viele Möglichkeiten, IoT schnell und einfach einzusetzen und auszuwerten. Auch unser komplexer Flugbetrieb profitiert bereits jetzt von Office 365 Applikationen. So arbeitet zum Beispiel unser mobiles Service-Team im Gepäckbereich mit Office 365, um Informationen auszutauschen und miteinander zu kommunizieren. Relevantes Wissen, aktuelle Informationen und unkomplizierte Kommunikation untereinander sind für unsere Teams und unsere Kolleginnen und Kollegen essentiell, um professionellen und guten Job für den Airport für unsere Kunden abzuliefern.